Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zu diesem neuen Über das Gerät Video über das LG G5. Die ganzen LG Friends, die es dazu gibt, wie die Kamera zum Beispiel, die habe ich euch in einem separaten Video bereits vorgestellt. Jetzt geht es tatsächlich nur um das Gerät. Das ist das LG G5 und wir gehen einmal von außen um das Gerät rum. Auf der Vorderseite habt ihr natürlich das Display, 5,2 Zoll, wenn mich nicht alles täuscht. Die ganzen technischen Daten und Benchmark-Ergebnisse findet ihr natürlich wie immer im entsprechenden Testbericht auf oad.de, wenn er denn dann veröffentlicht ist. Auf der Unterseite seht ihr keine Buttons, es gibt nämlich Soft-Key-Buttons. Hier unten die Leiste, das habe ich euch im anderen Video auch gezeigt, könnt ihr ja mit dem Knopf, den ihr hier seht, abziehen, um das Cam Plus-Modul zum Beispiel anzuschließen. Auf der Oberseite seht ihr die ganzen so Sensoren, Front-Facing-Kamera und hier oben auch natürlich noch den Lautsprecher. Auf der Rückseite habt ihr Laser-Autofokus, Blitz und was es auch sonst noch immer ist und die zwei Kameralinsen. Das ist einmal die normale Kamera und einmal die Weitwinkellinse. Darunter habt ihr den Fingerabdruckscanner, der auch gleichzeitig der Home-Button ist. Wenn der Fingerabdruckscanner und der Home-Button, also der auch der, pa nein, der Power-Button natürlich, auf der Rückseite geblieben ist, verstehe ich nicht, wenn wir uns auf die linke Seite des Gerätes bewegen, dass die Lautstärkewippe als Lautstärkewippe auf die linke Seite gewandert ist. Warum zur Hölle ist das nicht auch hier geblieben? Die Rear Keys waren so einzigartig und so toll bei LG-Geräten, meiner Meinung nach jedenfalls. Verstehe ich nicht, warum das so geblieben ist. Warum das nicht so geblieben ist. Auf der rechten Seite seht ihr nichts. Doch, ihr seht was. Den SIM-Karten und SD-Einschub. Micro-SD-Karte. So. Auf der Oberseite habt ihr das zweite Mikrofon für Noise Cancelling. Habt ihr den Infrarotport, weil ihr habt ja auch wieder eine App drauf, was es ermöglicht, das Handy als Fernbedienung zu verwenden für euren Fernseher, eure Musikanlage, euren Receiver, ja, was auch immer ihr dafür Geräte habt und was auch immer unterstützt wird. Und hier oben habt ihr den 3,5 mm Klinkeanschluss. Und hier seht ihr es gleich. Ihr seht diesen silbernen Rahmen. Der ist erstens an allen Seiten recht scharf, was mich persönlich stört, weil ohne Tasche tut mir das auf Dauer dann in den Händen weh. Und er hat halt, das sind glaube ich sowas wie die Antennenstreifen. Hier ist er halt unterbrochen und das findet man hier auch und an einigen anderen Stellen ebenfalls. Das sieht allerdings man eher so aus, als wenn da irgendwie was von der Farbe abgekratzt ist. Und das ist auch irgendwie nicht so wirklich gut gemacht. Auf der Unterseite, so sieht man was. Lautsprecher. Doof angebracht. Auf der Seite hätte es mir besser gefallen, weil wenn man es so hält, verdeckt man mit der Hand, mit dem Handballen den Lautsprecher. In der Mitte der USB-Type-C-Anschluss und rechts davon habt ihr das Mikrofon. Das Gerät könnt ihr auf verschiedene Arten aufwecken. Double Tap to Wake wird unterstützt. Ihr könnt einmal auf den Power-Button drücken. Und dann ist es auch schon entsperrt. Es ist nämlich der. Ja, es ist der Fingerabdruckscanner, habe ich ja schon gesagt. Der ist auch wirklich schnell. Nicht ganz so schnell wie bei Huawei. Aber rauf und es vibriert kurz. Und das ist entsperrt. Ich weiß nicht, ob man das Vibrieren hört. Mal gucken. Moment, so. Es vibriert wirklich ganz leise und nicht sehr laut. Was ihr hier ebenfalls schon gesehen habt, ist hier oben so. Das, so heißt es natürlich, das Always On Display zeigt euch die Uhrzeit an, das Datum an, zeigt euch Symbole an von Apps, wenn zum Beispiel eine E-Mail kommt oder Facebook-Nachricht oder sonst etwas. Always-On-Display kennt man ja von Lumia-Geräten sowieso, aber auch von Galaxy S7, S7 Edge. Das funktioniert hier sehr gut.
Und ich glaube, das soll auch irgendwie 0,8, 1% irgendwie sowas pro Stunde zusätzlich Akku verbrauchen, wenn ich recht entsinne. Aber ja, also mit dem Akku kommt man wunderbar über den Tag, aber abends sollte man ihn dann tatsächlich auch laden. Das geht aber dank Quick Charge auch recht schnell. Der Akku ist aber bei weitem nicht so gut, beziehungsweise vielleicht auch das Akkumanagement, wie zum Beispiel im Huawei P9 Plus. Entfernen wir es nochmal. Ihr habt standardmäßig ist diese LG Launcher Oberfläche drauf, ohne AppDrawer. Das heißt, wie beim iPhone, wie bei Huawei, werden alle Apps nebeneinander angezeigt, in Ordnern angezeigt. Ich mag das persönlich. Auf einem Nexus-Gerät würde ich es, glaube ich, nicht so mögen. Da gehört der AppDrawer irgendwie für mich dazu. Hier persönlich habe ich nichts dagegen. Hier unten habt ihr dann die On-Screen-Buttons, ja, von denen ich geredet habe. Bevor wir weitergehen, gehen wir einmal in die Schnelleinstellungen. Ich will euch doch zeigen, das ist hier wieder so in Reiter aufgeteilt. Nochmal, wo haben wir es denn? Über das Telefon und dann haben wir Softwareinformationen. Und dann seht ihr Android Version 6.0.1 und vom 1.6. ist das Sicherheitspatch Level. Das ist auf jeden Fall deutlich besser als bei Huawei, das muss man so sagen. Gehen wir zurück und wo ich gerade euch die On-Screen-Buttons gezeigt habe, ihr könnt Bedienungsleiste, könnt ihr nicht nur die Tastenkombination ändern. Ihr könnt zum Beispiel Q-Slide-Apps oder Capture oder dass die Benachrichtigungsleiste, dann könnt ihr einfach da reinziehen. Das funktioniert. Ihr könnt ebenfalls die Farbe ändern. Gehen wir mal auf Schwarz und auf OK, dann ist es schwarz. Mir persönlich gefällt es eigentlich in Weiß irgendwie besser. Und ihr habt die Möglichkeit, die Bedienungsleiste zu verbergen. Bei den meisten Apps wird hier die Bedienungsleiste eh ausgeblendet, also irgendwie in der Galerie oder bei YouTube oder so. Aber zum Beispiel in Spielen, in manchen, die ich ausprobiert habe, ist das nicht. Und da hat LG halt diese Funktion drin, die mir sehr gut gefällt. Ihr könnt einfach die Apps aktivieren, wo die automatisch ja, nicht angezeigt werden soll. Und mit einem Wisch ganz normal von unten holt ihr dann die Bedienungsleiste wieder rein. Das funktioniert einwandfrei. Ihr habt ebenfalls, wo wir gerade in den Einstellungen sind, gehe ich da einmal kurz durch. So lustige Sachen wie, oder so intelligente Sachen wie die Smart Settings. Ihr könnt also zum Beispiel irgendwie definieren, das Profil zu Hause. Da kann man dann, wie hier steht, das Klangprofil definieren, Bluetooth oder WLAN für automatisches Wechseln an oder aus oder ebenfalls bei Außerhaus oder Kopfhörer an. Das sowas gibt es ja auch mit Tasker oder wie das Ding heißt. Hier ist das halt schon ja integriert. Anzeige, da habt ihr dann Homescreen und Benutzeroberfläche wählen. Das ist das, was ich sagte, was standardmäßig drin ist, was mir ganz gut gefällt. Home stellt alle Apps auf dem Homescreen bereit. Dann gibt es auch noch Easy Home, bietet eine einfachere Oberfläche für Einsteiger mit einem einfachen Layout und größerer Schrift. Oder Home und App-Menü bietet ein separates Layout für den Homescreen und die Apps-Liste. Das heißt, ihr habt euren App-Drawer zurück. Sense ist Sense 8, dafür gibt es auch eine Podcast-Folge. Könnt ihr natürlich ganz normal nachinstallieren oder Nova Launcher installieren oder Google Now Launcher oder was auch immer ihr da haben wollt. Gehen wir aus den Einstellungen wieder raus und ja, gucken einmal so, sehen die Ordner aus. Das Ganze sieht ganz gut aus. Ihr könnt lange gedrückt halten, dann habt ihr hier irgendwie die Homescreen-Einstellungen, ihr könnt Widgets hinzufügen, so sieht das dann aus. Ihr könnt, wenn ihr das nicht deaktiviert, ihr Smart Bulletin heißt es, glaube ich, ihr wischt nach da. Ja, Smart Bulletin, genau. Und dann habt ihr oben hier, wie viele Schritte ihr geht und habt den ja, Terminplaner und Musiksteuerung, Smart Settings, was ich euch eben gezeigt habe und gleich eine Quick Remote, wo ihr den Fernseher schon mal locker irgendwie an- und ausmachen könnt, muten könnt, Volume verringern könnt, also Lautstärke verändern könnt oder halt durch die Kanäle zippen könnt. Und Evernote ist da auch noch drin. Ich mag dieses Smart Bulletin Board ganz gerne. Obwohl ich persönlich Google Now Launcher installiert habe auf meinem OnePlus One.
und eigentlich gewohnt bin, dass da Google Now ist. Aber sowas gibt es ja jetzt bei ganz vielen Smartphones. Ich meine, irgendwie bei Samsung gibt es da irgendwie dieses Flipboard und bei HTC gibt es Blinkfeed und bei OnePlus gibt es, oder bei OxygenOS gibt es Shelf. Ja, wirkt auf jeden Fall gut. Ihr seht schon hier, ich zeige euch jetzt nicht meine Mails, aber ich habe irgendwie Cloud Magic E-Mail-Programm installiert und da wird dann auch mit der kleinen Bubble angezeigt, ja, dass neue E-Mails da sind. Ebenso zeigt der Kalender das Datum an und den Wochentag. Das gefällt mir, oder das missfällt mir ja immer so, dass das häufig bei Android nicht angezeigt wird, so wie ich es von iOS kenne. Und ja, das macht halt irgendwie auch der Kalender an sich für mich nicht so gut, aber man kann auf jeden Fall gut damit arbeiten. Ich glaube, ich habe da auch irgendwie, ja, Probleme mit meiner Ästhetik vielleicht oder ist mir vielleicht zu wichtig oder so. Es gibt nicht nur Double Tap to Wake, was ich euch gezeigt habe, sondern auch Double Tap to Sleep. Einfach fertig. Und schon ist es entsperrt. Ihr könnt ebenfalls noch einen Knockcode machen, dass ihr dann irgendwie dreimal da tappt und zweimal da oder so. Sowas wie Press Touch oder 3D Touch hat das LG G5 allerdings nicht. Werfen wir nochmal einen Blick in die Kamera. Die Kamera ist ja häufig ein Vorteil bei LG. Ihr habt verschiedene Modi, hier rüber zu reichen. Den einfachen Modus, da tappt ihr einfach irgendwo hin. Und es macht ein Foto. Ihr habt den normalen Modus, da habt ihr dann hier den Button schon für Fotos und für Kamera, könnt Bilder gleich hier rüber teilen, könnt Blitz irgendwie ein- und ausschalten, auch die Frontkamera wechseln, verschiedene Modi aktivieren, zum Beispiel auch Zeitlupenvideo oder Zeitraffervideo oder sowas. Und könnt auch in die Einstellungen gehen, Bildformat ändern. Seht ihr hier, ihr könnt bei Fotos das Bildformat ändern, seht aber nicht irgendwie ja, die Auflösung. Ich glaube, volle Auflösung ist 16:9. So ganz genau weiß ich es gar nicht. Und könnt auch noch irgendwie ja, den Bildstabilisator aktivieren, etc. Ihr könnt hier oben wechseln zwischen das ist die normale Ansicht, oder auf die Weitwinkellinse schalten. Das geht dann einfach so. Das gibt einen ganz geilen Effekt. Teilweise müsst ihr es dann relativ ruhig halten. Aber für manche Bildsituationen ist das durchaus angebracht und ihr habt den Modus manuell. Das ist nicht ganz so schön zu erreichen, wie zum Beispiel es beim Huawei P9 Plus ist mit der Immersion UI-Kamera. Oder auch bei Samsung hat mir das besser gefallen, aber das wirkt auf jeden Fall schon trotzdem gut. Ihr könnt dann im manuellen Modus RAW und JPEG aufnehmen. Ihr könnt Weißabgleich einstellen, Fokus einstellen, Belichtungskorrektur einstellen, den ISO-Wert verstellen und na, jetzt habe ich schon wieder ein Foto gemacht, wollte ich doch gar nicht. Ihr habt übrigens eine Blende von 1,8, aber wie gesagt, technische Daten gibt es dann in schriftlicher Form im Testbericht und natürlich auch die Belichtungszeit einstellen. Das geht von eine 3200stel Sekunde bis 30 Sekunden. 30 Sekunden ist schon ziemlich viel. Das ist zum Beispiel irgendwie beim HTC One A9 war das ja nur 2 Sekunden. Und manchmal kann man nur 0,5 Sekunden einstellen. Da lobe ich mir dann sowas wie LG hier macht. Also die Kamera-App ist auf jeden Fall so gut, ist auf jeden Fall gut. Nicht so gut wie manche Mitkonkurrenten, aber wirklich sehr angenehm. Überhaupt ist die Arbeitsgeschwindigkeit des Gerätes ist schnell. Ihr könnt ganz normal damit arbeiten, wunderbar. Ihr könnt anspruchsvollere Spiele spielen wie hier, wie Walking War Robots, einwandfrei. Ihr könnt Bildbearbeitung machen, Kamera machen. Ihr kommt mit dem Akku über den Tag. Also das Ganze funktioniert wirklich gut und grenzt sich nicht irgendwie negativ ab von anderen Flaggschiff-Modellen. Das Display ist gut, obwohl ich persönlich ja inzwischen mehr so ein AMOLED oder AMOLED Fan bin, ist aber auf jeden Fall gut. Die Verarbeitung, jetzt habe ich schon wieder gewackelt. Mein Gott, das will ich doch gar nicht.
Das ist so ein bisschen so ein Problem. Hier unten habt ihr ja diese Klappe, wodurch die ihr rausziehen könnt, hatte ich euch in dem anderen Video gezeigt, hier auf den Knopf drücken, rausziehen, Akku wechseln, andere Module reinschieben. Ich weiß nicht, ob das bei dem Testgerät so ist. Nur. Aber wenn ihr hier rüber streicht, merkt ihr, dass hier halt diese Kante ist. Und manchmal sitzt das nicht so gut und nicht so ganz eben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das nur bei dem Testgerät so ist oder bei allen G5s. Aber das stört mich persönlich doch ziemlich. Ebenfalls die Lautstärke-Wippe, die ihr hier habt, die ist doch sehr. Die hat zwar einen klaren Druckpunkt, aber ist bei weitem nicht so stabil wirkend wie beim G4 noch, als die auf der Rückseite war. Der Rand hier, dieser silberne Rand, der ist scharfkantig und tut weh, manchmal sogar. Und der Power-Button, der funktioniert zwar gut und der Fingerabdruckscanner funktioniert ebenfalls gut, allerdings wackelt der manchmal auch und klackert irgendwie und naja. Ja, wie ich im anderen Video schon sagte, das mit den Modulen wirkt eher so ein bisschen wie so ein Proof of Concept für mich. Das könnte im G6 ziemlich geil werden, hoffe ich. G5, nee. Momentan gibt es das G5 manchmal schon für unter 400 €, 350, 360 €. Mir persönlich wäre es das immer noch nicht wert, weil ich das Gerät an sich einfach nicht so gerne mag. Ansonsten aber, wer ein Flaggschiff-Modell haben will, 360 € ist natürlich eigentlich ein No-Brainer und wirklich was verkehrt machen tut ihr mit dem Gerät an sich auch nicht eigentlich. Also grundsätzlich bis auf einige Mängel, gute Verarbeitung, gute Kamera, gutes Display, gute Arbeitsgeschwindigkeit, das funktioniert eigentlich schon wirklich ja, sehr, sehr gut. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kein Glück mit LG. Das LG G2, das ist ganz lustig, fand ich ja sehr cool. Das LG G3 hat mich irgendwie eher enttäuscht. Das LG G4 hätte es einen Fingerabdruckscanner gehabt, hätte ich sofort gekauft. Das LG G5, als man hörte, dass da ein Fingerabdruckscanner rein soll, habe ich mich sehr gefreut und gedacht, vielleicht kann das mein iPhone ablösen, aber irgendwie denke ich beim LG G5 eher an das LG G3, was mich nun nicht so überzeugt hat. Ja, Hoffnung, nächstes Jahr LG G6, wenn das so weitergeht, müsste mir das ja eigentlich wieder sehr gut gefallen. Wie ich sagte, sucht ihr eigentlich ein High-End-Modell, gute Kamera, gutes Display, könnt ihr für unter 400 € eigentlich bedenkenlos zuschlagen, wenn euch halt diese Verarbeitungsmängel nicht stören. Vielleicht stört es euch auch ja nur mich und nicht euch. Oder wie ich erwähnte, vielleicht wackelt zum Beispiel der Home-Button auch nur, oder vielleicht ist es hier unten nur uneben bei diesem Testgerät und bei einem anderen Modell nicht, aber das solltet ihr euch vielleicht einfach dann auch mal in Läden wie Mediamarkt oder, keine Ahnung, Saturn etc. pp. Einfach mal anschauen. Mich hat es nicht überzeugt dieses Jahr und kaufen werde ich es mir auf jeden Fall nicht. Trotzdem war es schön, es zu testen. Alles Weitere findet ihr dann in schriftlicher Form im Testbericht auf oad.de, welcher dann immer wie immer kurz nach der Veröffentlichung dieses Videos auch veröffentlicht wird. Hat euch dieses Video gefallen, würde ich mich tatsächlich über einen Daumen hoch freuen oder wenn ihr den Kanal abonniert oder auch wenn ihr mir bitte in höflicher Form auch beleidigende Kommentare, rassistische Kommentare, was auch immer, werde ich nicht freischalten, werde ich löschen, da bin ich ganz konsequent. Also, wenn ihr in netter Form mir sagt, was ich schlecht gemacht habe, was ich besser machen kann, worauf ich vielleicht beim nächsten Test mehr eingehen soll, dann oder beim nächsten über das Gerätvideo, das ist ja nicht ein Testvideo, ein reiner, sondern ein über das Gerätvideo, was mit dem Test in schriftlicher Form zusammenarbeitet. Dann einfach unten in die Kommentare, abonniert den Kanal, abonniert meinen Podcast. Ich würde freue mich über alles, auch über einfaches Feedback, Daumen hoch, meinetwegen auch einen Daumen runter, wie auch immer. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye.